Servus Leute, herzlich willkommen zu Buddhist Tech Zone. Wollte euch mal mein neues Studio, Büro, Schrägstrich, Sim Racing Station zeigen. Bin jetzt ja so ziemlich durch mit meinen Umbauten. Da ist halt die Türe. Da sind so ein paar Skadis dran. Mit so ein paar Sachen, die wo ich halt so aus dem 3D-Drucker gedruckt habe. Dann haben wir hier die Konsolenecke. Hier so ein TV-Lowboard für die PlayStation-Controller. Dann hier den Fernseher, der an der Wand festgemacht ist. Dann geht es hier so rüber am Schreibtisch. Da wartet auch noch ein Video auf euch. Genau. Da dann der Monitor. Ein paar 3D-Drucksachen. Dann hier der Kratos als Headset-Ständer, Lautsprecher. Bin leider noch nicht ganz fertig, aber wollte euch bloß mal ein kleines Update geben. Hier Mikrofon. Dann hier steht mein Rechner. Zu dem kommt dann auch noch ein Video. Headset. Dann hier meine Lenkräder. Da fehlen noch zwei. Eins ist hier. Und eins ist leider noch unterwegs vom Fanatec, beziehungsweise kommt wahrscheinlich erst Ostern. Dann haben wir hier noch so ein Bezel Free Kit von Asus für die Monitore, da ich leider noch nicht das eingestellt habe. Genau. Dann hier dann der Kabelstrang eingesleeved mit so einem Kabelmantel für die Monitore und allem drum und dran. Dann haben wir hier drei BenQ 32 Zoll Monitore am Rig festgemacht. Sind 4K Monitore mit 60 Hz oder WQAD Monitore mit 144 Hz. Dann die Fanatec Wheelbase, Clubsport V3 Pedalen, der Sitz, Handschuhe. Genau, dann momentan meine provisorische Heizung. Da wartet wieder ein Video auf euch mit dem neuen Mikrofon. Und dann kommen wir schon zur 3D-Drucker-Ecke. Genau, die Pringles-Dose ist bloß so eine Mülldose. Nicht wundern. Genau, dann zeige ich euch den mal. Creality K1 Max. Kommt auch noch ein Unboxing-Video habt ihr schon gesehen. Ein Haufen Timelapse-Videos, aber ein Fazit-Video kommt dann auch noch. Genau. Das war's dann eigentlich. Das ist jetzt momentan so mein Studio. Oder Büro, Schrägstrich, genau. Ihr wisst schon. lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.